Leute. Sorry, dass ich den letzten Vlog wieder nicht beendet habe. Also ich habe gevloggt, dann vergessen zu beenden, habe aus einem 2 Tage dann gemacht und dann auch vergessen zu beenden. Wo habe ich denn aufgehört zu vloggen? Am Freitag war das, ne? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß, dass ich mich Freitag nochmal hingelegt hatte, geschlafen habe und dann, keine Ahnung. Dann bin ich ja, genau, dann bin ich ja dahin gefahren, wo ich wo ich meinen Kollegen abholen sollte und so ein riesen Plakat mitnehmen musste. Ich hatte es ihm halt auch angeboten. Also von daher, ja, und ich habe ein paar Tage dann aufgehört zu vloggen. Genau. Das war dann der Freitag. Dann bin ich dann doch da geblieben. Und am Samstag bin ich dann nach Hause. Der Samstag sah genauso aus wie der Freitag, dass ich mich hingelegt habe und erstmal geschlafen habe, als ich zu Hause war. Und dann bin ich los, habe mich fertig gemacht zum Geburtstag von unserem Patenkind. Ja, ich sage unser Patenkind, weil ist eigentlich von meiner Mama das Patenkind, aber ist doch irgendwie, keine Ahnung, unser Patenkind. Und ja, war dann da auf der Geburtstagsparty. Dann bin ich von dort aus kurz nach Hause gefahren, habe Klamotten zusammengepackt und bin dann zu einem Kumpel gefahren. Dann haben wir dann noch gefeiert und dann war ich erstmal tot und ja, gestern den ganzen Tag versucht zu leben und heute geht's wieder. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Vor 10 Minuten bin ich jetzt wieder zu Hause. Jetzt kann ich vloggen, kann aber auch nicht lange zu Hause bleiben, weil ich muss um, warte mal. 3 Uhr ist sie zu Hause, dann muss ich auch so 2:30 muss ich dann auch fahren nach Neuss zu Ines. Und dann gehen wir ein bisschen shoppen. Und dann, ja, was ich jetzt machen wollte, ist was essen, frühstücken, mich nochmal umziehen, weil ich habe halt nur Jeans, Pulli, Jeans, rote Chucks, passt nicht wirklich zusammen. Vor allem das Wetter ist mega draußen, es ist so warm. Dann muss ich mich noch schminken. Bisschen aufräumen hatte ich vorgehabt und dann, dass ich dann morgen halt nur noch wirklich sauber machen muss, weil das will ich ja auch seit 5 Tagen machen, sauber machen. Vor allem, weil meine Eltern am Mittwoch kommen. Ah, naja, machst du nichts. Ja, und dann fahren wir ein bisschen shoppen. Unter anderem für sie ein neues Handy, weil, ja, ist eine lange Story. Vielleicht erzählt sie sie nachher selber, weil sie weiß, dass ich ja heute vlogge. Sonst bringt das ja alles nichts hier, ne? Den Vlog von gestern und vorgestern, den werde ich auf jeden Fall heute Abend schneiden. Also von die letzten 2 Tage da. Die werde ich heute noch schneiden. Dann muss ich meinen Pfand irgendwann mal wegbringen und ich rede schon wieder viel zu lange. Gut, ich räume jetzt ein bisschen auf. Und ja. Zieh mich dann um, mach mich fertig und ich glaube, in 2 Stunden kann ich dann auch schon wieder fahren, obwohl ich gerade tierisch müde bin. Naja. Obwohl ich gut geschlafen habe diesmal. Kennt ihr das, wenn ihr neben Leuten nicht schlafen könnt? Oder auch in fremden Wohnungen einfach? Das ist echt hardcore. Ich meine, ich kann auf meiner Couch schon nicht richtig gut schlafen. Wie soll ich es dann bei anderen fremden Couches können? Naja, egal. Ich mache jetzt mal das, was ich vorhab und dann sehen wir uns gleich wieder. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I
Sonne scheint. Es ist so unglaublich schön draußen. Oh, ich würde gerne rausgehen, ein bisschen spazieren, aber allein macht das nicht so viel Spaß. Und bin auch eigentlich froh, endlich drin zu sein, weil ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs war. Ne? Ja. Ja, hau ab, ist okay. Ist okay. Gleich mal ein Lecker Futter, ne? Und dann muss ich irgendwann noch den Käfig sauber machen die Woche. Aber ich bin gerade so, in so einem gechillten Modus. Die Sonne scheint, das ist voll geil. Ich muss auch hier mal die Rollade hochmachen. Achso, das der Stuhl quietscht. Hätte ich nämlich runtergemacht, als ich vor ein paar Tagen mal tagsüber aufgenommen habe. Ich nehme ja sonst immer nachts auf. Und habe da die Rollade runtergemacht, weil ich meinen Monitor nicht gesehen habe. Ach, schön. Sehr schön. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig Bock habt, was zu machen und ihr wisst nicht was? Und vor allem nicht alleine? Ist ein bisschen blöd, aber naja. Was willst du machen? Machst du nichts, ne? Was zur Hölle geht hier ab? Das sind diese Dorfmomente, wo die Jugend einen Roller hat und dann versucht, mit einem Roller auf einem Rad zu fahren. Das ist ein Traum. Das ist typisch Dorf, glaube ich. Das ist so das Highlight des ganzen Abends. Die Dorfjugend macht Kunststücke auf dem Roller. Ich glaube, ich werde die nächsten 5 Stunden noch hier stehen, solange die Sonne noch hier reinscheint. Ich finde es mich gerade sehr, sehr schön. Ansonsten mache ich gleich einen PC an und lade Sims hoch. Da habe ich nämlich aufgenommen, wie gesagt, und die müssen noch hochgeladen werden, die Folgen. Leider kam mir dann heute ist ja Montag, keine Sims-Folge, weil ich auch nur 4 Folgen aufgenommen habe. Dann passt es aber mit dem Rest der Woche. Minecraft mache ich eventuell heute auch noch. Ich muss dann mal gucken, wie ich da vorankomme. Ansonsten mache ich, glaube ich, heute nichts mehr, doch einen Vlog schneiden. Vlog schneiden mache ich heute noch. Und gucken. Erst werde ich mich auf die Couch setzen. Ich brauche gerade ein bisschen nach dieser Autofahrt. Das war Katastrophe. Und das Akku muss ich laden. Das ist nämlich bei einem Balken. Und das mache ich jetzt mal. Und nachher ruft die Ines noch mal kurz an. Denke ich mal. Ich muss dann noch schreiben, dass ich jetzt zu Hause bin. Und dann werden wir ihr iPhone einrichten. Via Skype. Aber passt schon. Ja, das ist so der Plan für heute Abend, heute Nacht. Ich bin auch echt mal froh, wieder zu Hause zu sein. Das ist echt krass. Ich mag es echt nicht, allein zu sein, weil ich mich echt schnell einsam fühle. Aber so nach 4 Tagen auswärts pennen, bin ich doch froh, heute mal wieder alleine zu sein, meine Ruhe zu haben, nicht darauf achten, was ich mache. Kennt ihr das? Wenn dann mal so andere Leute noch irgendwie dann da sind und man nicht mal... Ja, man sich nicht so verhält, wie man halt alleine ist oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Dass man sich irgendwie nicht so wohl fühlt. Naja, deswegen bin ich eigentlich echt froh, zu Hause zu sein und meine Tierchen gucken mich komisch an. Die brauchen was zu essen. Ich habe vorher nicht dran gedacht am Samstag. Die haben zwar noch bekommen am Donnerstag, glaube ich, was, da war noch einiges von da. Ist doch immer noch was, also die werden jetzt nicht verhungert bis morgen oder so. Aber ich habe die voll vergessen, denen am Samstag dann noch irgendwas reinzuwerfen. Oh Mann. Ja, so, ich mache dann mal ein bisschen Couching. Das ist eine sehr gute Idee. Wahrscheinlich schlafe ich ein, werde dann nachher total eklig aufwachen, noch schnell den Vlog beenden und irgendwas am PC noch machen. Oh Mann, ich werde euch berichten, wenn es nicht eingetroffen ist. Bis später! Da ich gerade vorm PC sitze und mir Gedanken gerade mache um meinen Kanal, vor allem was die Let's Plays angeht, also Let's Plays, natürlich gehen Let's Plays weiter. Ich weiß, momentan kommen wirklich nur 2 Projekte. Ich weiß, dass nur Sims und nur Minecraft kommt. Ich weiß, dass ich angefangene Projekte auf meinem Kanal habe, die ich auch mal fertig machen müsste. Zum Beispiel Assassin's Creed, Limbo, Outlast, was war noch? Ich weiß es nicht. Das sind die einzigen Sachen, die angefangen sind, nicht zu Ende gemacht wurden. Ne? Ja. Dann sind LPT-Sachen geplant. Das von den bei LPT-Sachen immer, wann hat man Zeit?
wie viel nimmt man auf? Ich habe jetzt mit Ines letztens Forest aufgenommen. Problem ist, dieser ganze Ordner mit Forest, den habe ich jetzt gelöscht, weil wir null Plan hatten, was wir da gemacht haben. Klar, man sieht es halt im Speicher, also im Safe-Game, man kann ja reingucken, was, okay, das haben wir gebaut, aber über was hat man geredet? Man verliert halt schnell den Faden, wenn man sich einen Abend hinsetzt, 4 Stunden aufnimmt und dann 3 Wochen oder 4 Wochen, wenn nicht sogar noch länger, nicht mehr aufnimmt. Man verliert halt einfach irgendwie, ja, was haben wir denn da gemacht? Was haben wir da für Sinn gehabt? Was war geplant? Und ja, es ist ein bisschen schwierig gerade. Dann sind andere Sachen noch geplant. Ich habe mir jetzt vor kurzem ARK gekauft. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das würde ich auch ganz gerne auch als LPT machen. Problem ist nur, wir kriegen nicht hin, dass wir hosten können. Weil irgendwie, weiß ich nicht. Jo. Und es ist, funktioniert irgendwie nicht. Dann hat dann grafische Einstürze und der Ton ist auch nicht vorhanden. Jetzt werde ich hier von der Julia auch noch zugespammt. Heute ist auch so ein Tag, wo sich irgendwie alle melden, glaube ich. Und ja, mit Team Wandelbar ist ja auch noch was geplant. Also, aber wir kriegen es einfach nicht hin, uns mal zusammenzusetzen und wir nehmen jetzt auf und dann auch mal eben 3, 4, 5 Stunden, dass wir wirklich was haben. Wir machen uns dann, was weiß ich, eine Notiz, wo wir, also das ist echt. Ah, und ich will auch selber gerne was machen. Problem ist halt nur, dass die Elgato momentan wieder spinnt, sonst wäre ja schon längst das Tomb Raider fertig. Ich hätte längst Zelda angefangen. Ich möchte so gerne Twilight Princess. Das liegt hier. Seit VÖ liegt Twilight Princess hier auf meinem Schreibtisch. Ich habe es hier liegen. Ich möchte es gerne spielen. Aber wenn ich sowas halt weiß, dass die Elgato momentan schon wieder komplett alles asynchron macht, da hat man einfach keine Lust. Das ist so schade. Und ja, und ich finde es, also wenn ich jetzt meinen Kanal als Zuschauer betrachten würde, also ich als Abonnent meines eigenen Kanals, würde ich sagen, Alter, was machst du denn da? Das ist doch scheiße, was du da machst. Ja, ich weiß, es ist so eintönig. Jetzt bin ich zwar am Vloggen, das ist ein bisschen Abwechslung wieder, aber das ist ja auch bald schon wieder vorbei. Mir macht es momentan sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Motivation, auch zu vloggen. Und muss halt auch ein paar Leute damit reinbringen. Und dann sind sie halt auf YouTube. Tut mir zwar alles leid für meine privaten Menschen, aber dann Pech. Weil ich will das machen. YouTube ist echt so eine Sache, die ich wirklich gerne machen möchte. Ich möchte gerne vloggen. Ich möchte gerne meine Let's Plays machen. Ich möchte gerne mit euch quatschen. Alles wie halt auch am Anfang auch, wo ich mich halt echt reingekniet habe. Ich bin immer noch dabei. Das ist halt nur sehr viel im Hintergrund. Aber und wieder mal aufräumen. Und ja, ich weiß, mich ärgert es ja wirklich selber, dass da momentan nicht viel kommt. Es ist für mich selber richtig zum Kotzen. Also wenn ich meinen Kanal betrachte, denke ich mir, Julia, was hast du denn da jetzt das ganze Jahr gemacht, außer nur Sims und Minecraft? Ich habe schon oft erwähnt, Sims und Minecraft sind zwei Spiele, die kann man sehr schnell aufnehmen. Man setzt sich da halt einfach mal 2 Stunden hin und hat dann halt 6 Folgen. Das ist eigentlich ganz cool. Aber, und man muss halt nicht viel bei bedenken, weil es ist halt eine fortlaufende Story. Und ja, aber jetzt bei Sims, bei den letzten Aufnahmen, da war ich halt auch ultra müde. Ich bin damit auch nicht zufrieden. Und ja, ich muss dringend mal was machen. Dann ist mein Kanal ja 2 Jahre alt mittlerweile. Ich wollte auch ganz gern Special machen. Das ist auch noch nicht passiert, weil ich einfach nicht weiß, worüber? Mit was? Mit was soll ich denn? Ich wollte ganz gerne so einen Jahresrückblick machen, aber warum soll ich einen Jahresrückblick machen, wenn in den letzten 4 Monaten nichts kam? Also schon was kam, aber halt jetzt nichts, was, ja, wie sonst halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Sonst läuft immer Sims. Es sollen ja eigentlich 4 Projekte am Tag kommen, momentan kommen nur 2. Die Woche kommt wahrscheinlich sogar wieder nur 1. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen stört auch. Klar, ich war in einer kleinen Trotzphase drin, durch die Erkältung halt auch. Da habe ich meine Motivation ein bisschen verloren. Kommt aber gerade alles so ein bisschen wieder und ich habe so Bock, ich muss das mit der Elgato hinkriegen, weil ich so richtig Lust habe, auch Konsolensachen zu machen. Ich will nicht immer PC-Sachen machen. PC-Sachen sind einfach, aber ich habe Bock auf Konsole, weil halt die Spiele auf der Konsole vorhanden sind, nicht auf dem PC und ich kaufe nicht alles doppelt. Was geht da gerade ab? ja, das ist nur noch am Rande, weil ich, wie gesagt, gerade auf meinem Kanal bin und Sims hochladen wollte gerade und musste das nochmal kurz loslegen. Ich habe das dieses Jahr schon mehrmals gesagt. Ich habe auch immer wieder
immer wieder gesagt, Leute, da kommt noch was, da kommt noch was, bitte bleibt vorhanden. Es kommen mehr Videos. Es ist wirklich so, aber wenn er halt, na, wenn die Technik halt spinnt, dann hat man auch keinen Bock mehr, diese Szene 30 Mal zu spielen. Weil bei Tomb Raider ist es halt so, dass ich angefangen habe, dreimal habe ich es aufgenommen und beim vierten Mal hast du schon keinen Bock mehr auf das ganze Spiel. Und das ist halt so ärgerlich. Aber ich werde mich jetzt mal ransetzen und jetzt vielleicht heute nicht mehr, heute mache ich noch ein bisschen organisatorischen Kram. Aber ja, habt Geduld. Ich bin im Streit mit meiner Technik und ich muss diesen Streit schlichten. Und vorher kann ich nicht aufnehmen, so habe ich alles richtig gemacht, ich hoffe. Auch bei Sims ist gerade alles ein bisschen eintönig auch und es tut mir auch unfassbar leid. Und wir müssen da was machen. Ich muss das, also die ganze Runaway Teen Challenge muss ich mal komplett überdenken, da ein bisschen anders vorzugehen. Allgemein das Let's Play an sich und ja, habt noch ein bisschen Geduld, bitte. Ich will, aber wie gesagt, dann kommen halt so Sachen wie das mit der, also mit der Elgato, das regt mich richtig, richtig krass auf. Also ihr wisst gar nicht, wie ich hier manchmal hänge. Ich will aufnehmen, ich will ein neues Spiel machen und dann sagt die Technik einfach, nein, lass das lieber mal. Da kriege ich echt, ja, da ist dann mein Aggressionslevel auch irgendwo da oben. Und dann mache ich lieber aus und lass es. Als Harry Potter hatte ich ja auch mal angefangen, stimmt, da war ja was. Und lass es dann halt einfach, weil wenn mich eine Sache halt irgendwie aufregt, dann habe ich auch keine Lust mehr auf die Sache. Deswegen ist das halt so, ne? Also, habt da noch etwas Geduld. Ich weiß, ich wiederhole mich wirklich immer, immer wieder, kündige Sachen an und halte sie nicht ein. Ich weiß, ich bin furchtbar, aber ich bin dran. Ich bin wirklich, wirklich dran. Donnerstag-Freitag rendert endlich. Ich weiß nicht genau, ob man den Übergang sieht, dass es zwei Tage sind. Ich habe es ganz gut hingekriegt, dass man es nicht sieht. Ich habe es aber auch so aufgenommen, dass ich selber nicht gemerkt habe. Ich dachte, hä, warum sitzen jetzt plötzlich wieder im Auto? Gut. Ich weiß es gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Also ob es... Ich habe es erwähnt, das weiß ich, aber ob ich es mit reingeschnitten habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Also der Vlog vor diesem Vlog sind zwei Tage. Das ist der Donnerstag, wo ich im Kino war und der Freitag, wo ich dann doch nochmal los musste. Ich habe mich aber ganz kurz am Ende nochmal eingeklinkt, weil ich ja den Vlog nicht beendet habe. Das hatte ich aber heute schon erwähnt. Ich weiß aber nicht, ob ich es mit reinschneide. Also wenn ich es nicht reingeschnitten habe, dann sorry. Ich habe den Vlog vor diesem Vlog, also Vlolliday 3, habe ich nicht beendet, weil ich halt an zwei Tagen irgendwo war und es nicht beenden konnte, weil zum einen hatte ich die Kamera nicht mit und zum anderen, doch, ich hatte die Kamera mit, aber ich war ja nicht zu Hause und deswegen ging das schlecht. So. Weil ich es nicht mag, mit Leuten zu vloggen, die nichts mit YouTube zu tun haben, selber kein YouTube machen oder sonst irgendwas. Bei Ines war es mir heute egal. Sie ist selber sehr Internetpräsent, von daher und die zwei Sekunden. Also bitte. Aber Leute, die halt wirklich gar nichts mit YouTube zu tun haben, die möchte ich auch nicht in den Vlogs haben. Man sagt zwar, ist mir egal, solange man nicht falsch dargestellt wird. Und da denke ich, bevor du jetzt dich selber im Vlog falsch darstellst, brauche ich dich auch gar nicht zu filmen. Ne? Wenn man das jetzt mal so nimmt. Deswegen, Leute, die nicht wollen... Was? Das war der falsche Satz. Menschen, die nicht möchten, die nicht im Internet sein möchten, die brauchen auch nicht im Internet zu landen. So ganz, ganz einfach ist das. Ne? So, der Vlog braucht jetzt noch 9 Minuten. Ich chill jetzt hier noch ein bisschen und ich glaube, ich werde diesen hier jetzt auch beenden und direkt schneiden, damit dann nicht so viel Verzug kommt. Morgen weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich muss auf jeden Fall sauber machen. Das ist definitiv oberste Priorität morgen. Sauber machen.
Und dann muss ich noch mal ganz kurz nach Hause zu meinen Eltern. Ich muss zur Sparkasse an mein Sparbuch, aber das ist, glaube ich, nichts Vlog-erwähnenswertes, was? Und deswegen werde ich die Kamera vielleicht morgen gar nicht mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auch morgen so ein bisschen, ja, ich habe ja heute auch nicht viel getan, ne? Ich habe zwar viel aufgenommen, aber ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon alles reinnehme. Das ist ja, ich habe jetzt bei dem Vlog bestimmt auch 10 Minuten rausgelassen. Ja. Aber wenn ich mal so einen Vlog machen würde, der komplett uncut ist, das würde ich jeden einzelnen Schnipsel reinschneiden. Ich glaube, da würde jeder Vlog eine Stunde gehen. Nein, irgendwann mal, aber nein, jetzt nicht. Ja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!